Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, wir haben in der letzten Folge ein Sicherheitszentrum vom CTOS gehackt. Und nun wissen wir, wir wissen nicht, wer es ist, aber wir kennen den Standort der Person, die den, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Telefonstreich an unserer Schwester durchgeführt hat. Und da werden wir jetzt hingehen. Müssen aber bedenken, dass Clara uns gewarnt hat, dass die Person, so wie sie sich versteckt hat, vermutlich will, dass wir sie finden. Müssen wir mal schauen. Wo müssen wir denn hin? Da. Da müssen wir hin. Dann mal los. Nach wie vor, ich werde natürlich niemals hier Musik spielen können. Aber hey, so ist es halt. So, und an, falls es hier Zuschauer gibt, die meine RPG-Let's Plays nicht schauen, auch für euch nochmal eine kleine Info, warum übers Wochenende jetzt keine Videos kamen. Mir ging es ganz schön mies. Also, ich habe ja auch einen eigenen Discord-Channel, wo ihr auch jederzeit draufkommen dürft. Da habe ich es auch nochmal geschrieben. Mir ging es übers Wochenende echt nicht gut. Und dementsprechend konnte ich halt einfach nicht aufnehmen. Es ist, ich habe es probiert. Ich habe mich vor den Rechner gesetzt. Und meine Freundin hat mich sogar noch gefragt, beziehungsweise hat halt gemeint, so, siehst nicht motiviert aus, und hab dann gesagt, es geht mir immer noch scheiße, mein Kopf ist einfach komplett im Eimer. Ich kann nicht aufnehmen. Das hätte keinen Sinn gemacht, weil wenn es dir nicht gut geht, brauchst du nicht aufnehmen. Das überträgt sich ja sofort auf den Zuschauer, wenn da einfach ein gewisses Gefühl fehlt. Das ist halt so die Sache. Deswegen habe ich nicht aufgenommen und das handhabe ich immer so. Wenn es mir nicht gut geht, nehme ich nicht auf. So. Also, da hinten ist unser Standort. Wollen wir wieder einen Verbrecherkonvoi machen? Komm, wir machen wieder einen Verbrecherkonvoi. Wir müssen auch mal ein paar Nebensachen wieder her hier machen, ne? Die letzte Nebensache ist, glaube ich, schon ein Stück her. Ich bin mir nicht sicher. Die letzte Aufnahme ist ja auch ein paar Tage her. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas... Ich hatte aber, glaube ich, nichts gemacht. Ne, ich hatte nur aus Versehen, meine ich, so ein Verbrecherding angenommen und dann einen zerkloppt. Schalten wir mal aus, gucken wir mal, wo der Konvoi langfährt. Der Kerl hat eine Grenze überschritten und muss die Konsequenzen tragen. Er kommt gerade von einem Überfall. Noch kann ich ihn stoppen, bevor er entkommt. Kein Problem. So, das ist die Route. Kommt der bei mir in der Nähe vorbei? Das ist die Frage. Oh, aber jetzt. Stopp. Danke. So, er kommt vorbei. Fährt da so drüber. Ich würde ihn gerne hier abfangen. Okay, brauche ich nur geradeaus. Geradeaus, links, und dann kann ich mich da verschanzen. Aber ich kann mich eigentlich auch direkt da vorne verschanzen. Hier unten? Ist doch perfekt, oder? Sollte ich doch hinkriegen. Zweites Auto wäre nicht schlecht. Komm her. Komm her. Komm her. Schnell. Da vorne sind sie nämlich schon. So. Fahrer weg. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Jemand schießt hier, bitte kommen Sie schnell! Wow, 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 wow. Alter, was bist du denn? Was bist du denn? Was war das denn? War das eine Art Juggernaut oder so? What the fuck? Was zur Hölle war das denn? Hey, was? What the hell? Junge.
Ja. Mach du deinen Notruf. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Ich brauche die Polizei, so schnell es geht. LF an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Ja, ich fahre hier jetzt aber einfach raus und alles gut. So, und jetzt gucke ich nochmal. So, ich gehe aber hier schön in Deckung. So, was zur Hölle bist du? Ist weg. Wir brauchen definitiv Verstärkung. Gut. Scheiße. Er hat Verstärkung gerufen. Oh shit. Scheiße. Weg hier. Weg. Rum. Alter. Was? 10 Personen sind gekommen? Ey, wie soll ich. Jetzt machen wir es auf der harte Tour. Ich glaube, da wären Splittergranaten doch nicht schlecht, hä? Machen wir es auf der harte Tour. Scheiße. Der haut ab. Weg. Der haut mir ab. Finde ich nicht gut. Wird gemacht. Wir sind da. Wir kümmern uns um den Wichser. Ja, probiert's doch. Gib Gas und ramm ihn. Wer rammt hier wen, hä? So, ich muss dich aufhalten. Sehr schön. Wie halte ich dich an? Dräng ihn von der Straße! Oh Gott. Motherfucker. Sehr schön. Raus. Er hat eine Knarre. Wir stecken in der Scheiße. Er blutet. Zwingen wir ihn raus. Los, in seinen Totenwinkel. Dich krieg ich. Ja. Boah. So, die muss ich noch ausschalten. Ich denke, das krieg ich hin. Oh, sehr schön. Heilige Scheiße. Was war das denn für eine Mission, Alter? Fuck. Alter. Was? Jo! Alter. Ich hab mich nur ein bisschen erschreckt. Der wurde mir gar nicht mehr angezeigt auf der Karte. Ei. Da habe ich jetzt aber mehr Glück als Verstand gehabt, ey. Holy shit. Alter, was für ein Krieg. Was für ein Krieg. Seht euch die Gegend an hier. Alter. Shit. Alter Schwede. Ja, okay, gut. Hey, hübsches Auto. Das nehme ich mir mal. Dankeschön.
Ja. Die Kontroverse um Bürgermeister Rushmores Wiederwahl geht weiter. Insider behaupten, dass es seine Entscheidung war, das Infrastrukturprogramm zu installieren, auch bekannt als CTOS-Netzwerk, das seine Wahlkampagne vorantrieb. Die Kritiker weisen auf die kürzlichen Störungen des Netzwerks hin, bei denen sich einige Brücken und Ampeln selbstständig machten. Für sie ist dies ein Beweis für die übereilten Entscheidungen des extravaganten Bürgermeisters. Naja, also für automatisch gehobene Brücken oder Ampeln oder sowas. War jetzt nicht unbedingt seine Schuld. Könnte meine gewesen sein. Aber ja, es zeigt, wie scheiße so ein CTOS-Netzwerk eigentlich ist. So, und jetzt gehen wir zu der Person, die uns belästigt und irgendwas von uns will. Wird mal Zeit hier. Hey. Knapp. Ja. Bisschen Lack abfahren. Hey, schauen wir doch mal. Mission starten. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Ja, dann schauen wir mal, wer es ist. Da oben muss ich hin. Das kriege ich hin. Einfach klettern. So. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Da hinten rum. Brauche mich ja nicht bewegen. Ich nutze einfach mal die Kameras. Da oben entlang, über mich hinweg. Ah, und da drüben auch. Lass mich mal daran. Da lang, hier lang. Aha, Nummer 1. Wo ist der andere? Der geht da hinten lang. Da habe ich keine Kamera. Keine, die mir direkt einen Einblick gibt. Irgendwo da hinten, aber da kann ich nicht reinblicken. Gehen wir nochmal da hoch. Da unten gibt es keine Kamera, so wie es aussieht. Ne, dann muss ich da unten hinlaufen. Muss sein, geht nicht anders. Wo ist der Kasten? Da oben. Ist da keine Kamera? Anscheinend nicht. Wollen wir uns mal den Lift dran. Ah, doch. Da. Perfekt. Jetzt kann ich ran. Schauen wir mal. Okay, aber immerhin keine Fallen drin. Das freut mich. So. Das geht aber auch nicht so rum. Dann habe ich das offen. Dann kann ich so machen. Und so. Okay. Fangen wir mal hier an. Machen wir das mal so und so. Habe ich es da offen. So, so. Habe ich es so offen.
So, und... den hier brauche ich auf jeden Fall. Ich muss so irgendwie ran. Ja, perfekt. Hallöchen. Was ist das? Bellwether. Untersuchen Sie das Apartment. Da hat man eine Kamera. War da ganz schön zugemüllt. Notebook Fernzugriff aktiviert. Ungesicherter Kamerazugriff erkannt. Hacken Sie das Telefon. Da spielt jemand mit mir. Ich wusste, du findest mich. Ach. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... dem Merlot. Bitte, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lass oh, alles Sniper. Und erledigt das. Also wer sich nicht erinnert, Damien war derjenige aus dem Intro, der das Geld abgezwackt hat. Also quasi Aidens Partner. Also diese allererste Szene, mit der das Spiel beginnt. Okay. Euch muss ich ausschalten. Aber erst du da oben. Der ist weg. Der ist weg. Ah, da ist noch ein Sniper. Da oben. Hi. Nächste. Da kommt wieder einer. Schutzschild. Hacken ist sehr nützlich. Stirb doch. Stirb doch. Autsch! Nicht cool. Nicht cool. Ach, da unten! Vergiss es! So leicht nicht, mein Freund. Bam! So, wo ist noch einer? Laut Karte direkt da unten. Selber schuld. Hui. Na gut, Damien. Reden wir. Anruf zurückverfolgt. Ja, dann schauen wir doch mal. Gray Rennie, Kampfsportler. Gesucht wegen Veruntreuung, Computerkriminalität auf Kaution. Nochmal bitte. Auf Kaution, Strafe wegen Fälschung abgesessen. Okay. Keine Geburtsurkunde. Ah, das sind die besten Soldaten. Mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft, Einbruchsdiebstahl. Eieieiei. Also, ihr seht's wieder keinerlei Reue, dass ich die umgelegt habe.
Also wirklich so gar keine. Ja gut, dann fahren wir mal zu Damien. Schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. So, wie wär's mit einem Auto? Ach, es zählt als Mission, deswegen nicht verfügbar. Wie weit ist es weg? 400 Meter, so weit will ich eigentlich nicht laufen. Ach, stressig. Na gut. Was über mich hat niemand berichtet. Ihr müsst euch irren. Hey, vorsichtig. Schwierige Autosteuerung. So, hier sind wir. Ich parke jetzt einfach mal hier. Und sagt, dass das passt. Damien, ich bin da. Na, er natürlich nicht. Doch, tatsächlich. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott. Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Mhm. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Mission beendet. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt vielleicht wieder einen Anruf geben wird, um quasi die neue Mission einzuleiten. Ja? Nein? Nein? Nicht? Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Eigentlich kommt immer ein Anruf, der so ein bisschen die neue Mission einleitet. Was ist denn die? Ja, Kampagne. Erinnern. Hm. Okay. Bisschen blöder Übergang. Das heißt, wir fahren jetzt einfach irgendwo hin, um uns mal zu erinnern. Nee, aber jetzt mal eine andere Frage.
Damien war Aidens Mentor, was das Hacking angeht. Andersrum dann später genauso. Meine Frage jetzt, auch wenn Aidens Nichte gestorben ist, weil Damien zu tief gegraben hat. Ihr erinnert euch ans Intro, er hatte das Geld abgezwackt. Aiden hat ihm quasi den Weg dahin beschert. Und dann hatte Damien ja festgestellt, dass sich da noch jemand reinhackt. Er war neugierig. Diese Neugier hat dazu geführt, dass er verkrüppelt wurde und Aiden seine Nichte verloren hat. Aber war Aiden jetzt in diesem Punkt zu hart? Ich meine, Damien bietet ihm die Möglichkeit, dass sich beide rächen können. Und Aiden lehnt das aber ab, weil er sagt, du bist schuld, dass es überhaupt passiert ist. Ist Aiden zu hart? Oder nicht? Das ist eine Frage, die ich euch stelle. Bitte gerne in den Kommentaren antworten. Okay, dann würde ich sagen, war's das mal für heute. Und dann schauen wir mal, wie sich Aiden in der nächsten Folge erinnert. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.